Hallo Leute, willkommen zurück zum Amund! Amund, yeah! Final Fantasy 4! Es geht ins Finale weiter! Im Mond, yeah! Ich sehe gerade, ich muss noch ein bisschen kurz heilen. Wupsa! Was das? Nein, der Rüdi auch noch. Nochmal, alles so schön war. Ninja Tom auch. Ninja Tom. Ninja Edge. Tom. Okay, nächster Stock, der zweite Stock. Let's part. Habe ich mir eine optionale Waffe geholt, den weißen Drachen damit besiegt. Und wir sind am Mond gekommen, die Kristalle haben uns heruntergelassen. Golbez und, wie heißt der Fuß, Soja, sind schon vorausgegangen und ich versuche sie einzuholen. Ob ich schaffe? Mal sehen. Auf jeden Fall wissen wir nicht, ob sie gegen Seamus eine Chance haben. Mal, ja, also wollen wir sie ihnen helfen. Yeah! Helfen! Bang. Und die Musik, die ist nice. Und warum nehme ich Cecil als Weißmagier? Ja, das ist doch unnötig. So. Ich möchte Rosa als Weißmagier benutzen. So. Dann ist hier kein Geheimgang, wie ich sehe. Aber hier unten ist einer. Oh, ein Skull Dragon! Auf den muss man aufpassen. Aber naja, kann auch nichts. Er kann nur zuhauen, sonst nichts. Nö. So, ich weiß, hat er eine Feuerschwäche. Schau mal rein! Feuer 3! Feuer 3! Feuer 3! Zeig's mir! Zeig's mir! Zeig's mir! Zeig's mir, ob du eine Feuerschwäche hast, mein Freundchen! Zeig's mir! Feuer 3! Feuer 3! Allerlei! Feuer 3! Q3 auf alle! Gib mir auf! Zeig's mir! So, ich weiß schon. BAM! 7000! Wow! Wenn ich da mal keine Schwäche ist. So. Dann ist hier ein kleiner Weg, der ein bisschen unnötig ist. Aber hier rechts unten ist ein richtiger Geheimweg. Zu dieser Kiste. Bam. Ein Dragonerhelm. Der ist für kein Überraschung. Der Dragonerhelm. Bisschen mehr Verteidigung. Für Genshi-Schild. Dann ist hier unten auch ein Geheimweg. Flups. Zu einem Dragoner. Rüstung. Also hier gibt es die Sachen für keinen. Finde ich geil. Vor allem, weil die auch so stark sind. Bruh. Und ein Dragoner Handschuh. Damit wäre die Dragoner Ausrüstung komplett. Komplett. Und den Genji Armband gebe ich am besten Edge. Ja, das geht auch, Leute. Das geht auch. Bam! Zwar nicht Magieverteidigung, aber physische Verteidigung ist höher. So, gut, dass hier keine Gegner kommen, weil ich gehe hier nur zurück. Lalalala. Wie viele Gegner hier kommen, ist random. Also, da können ganz schön gefährliche kommen. Nächster Stock! Vierter schon, okay. Ich dachte, wir hast den zweiten. Egal. Egal! Hier drüben ist eine Kiste und warum keine Gegner kommen, ich habe keine Ahnung. Wer macht die Kiste auf? Wer macht sie auf? Artemis-Bogen. Naja, hätte besser sein können. Ah, endlich mal wieder Gegner. Ich hab dich schon vermisst. Cool, Dragon. Nee, untot müsste ja nicht sein, obwohl. Ist cool. Müsste ich mal austesten. Ob Kur 3 oder sowas ihn umbringt. Beziehungsweise Schaden macht. Feuer 3, das allerlei, das kennen wir schon. Darum räume ich was zusammen, was keiner kennt. Was kein Reim ist, so heißt das. Feuer 3! Verbrutzle! Bam! 5000 Schaden. Und 6000 Gil dafür. Na, wer pleite ist, der ist das hier nicht mehr. Hui! Dann ist hier eine Höhle, die man kaum sieht, mit einer Kiste, mit einem Elixier. Dann ist hier drüben auch was. Also hier gibt es so viele Sachen zu holen. Und zuerst mal Silence auf dich da hinten. Ups! Sei still, du Freundchen! Sonst machst du mir zu viel Ärger. Beispiel mit Feuer 2, das geht ja noch. Aber dann macht es Osmose, Drain, was kann das noch alles? Viel. Quake! Erdbeben! Erdbebe! Bebe! Bam! Oh, da hat ein Erdbebenschutz, der ist cool wegen. Interessant, interessant. Kur 4, nein, so teuer. Kur 3 reicht auch. Noch, noch. Haha. Will ich sagen, aber. Kur 4 werde ich noch brauchen hier. Bio! Bio, Bio! Vergiftung und Schaden über Zeit! Das zeige ich euch jetzt hier!
BAM! Der Dark Cool Dragon ist weg. Warum sag ich mir Dark Dragon? Tja. Dark Wizard tot. 6000 Punkte. Rüder Level Up und er lernt Tod! Tod ist sofort getriggert tot. Ja, klar, oder? Das Problem ist, es funktioniert zu 10% ungefähr. Ungefähr, plus minus ein bisschen was. Dann ist hier rechts die Wichtige, die weiterführt. Ist doch klar. Woanders gibt es keinen anderen Weg. Dann ist hier auch noch was. Was ist hier? Oh, hier geht's weiter. Was ist das für ein Gegner? Oh, ein Golddrache! Ein Golddrache! Gold, Gold, Gold! Der ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Kann wirklich mit seinem Wrath, oder wie das heißt, sofort. Sofort töten. Also das mal langsam, Freundchen. Und dann probiere ich mal ein paar Runden stehlen. Mal schauen, ob ich was kriege. Stopp! Okay, Moment. Edge ist gerade ein bisschen paralysiert. Esuna. Ja, das hält auch Paralyse. Und stopp! Jetzt ist der Drache auf Stopp. Jetzt kann er nichts mehr machen. Mal schauen, was ich von ihm stehlen kann. Wuhu! Bio! Bam! Und der Golddrache hält auch viel aus. Mist. Warum muss er jetzt schon tot sein? Aber man sollte ihn schon bestellen, wenn man kann. Wenn man kann. Das Problem ist halt, stehlen funktioniert ja sehr selten. Schon wieder! Haha! Okay, Snake! Snake ist Snake. Snake ist stehlen, okay? Ja, konnte nicht stehlen. Das kenne ich woher. Das kenne ich woher. Breyer! Whoops! Gratis Kur. Lightning Flash! Na, das ist sowas wie Blitz. Und Rev. Ah, das ist ein Counter. Stopp! Halt an, du goldener Drache! Ich brauch deine... was weiß ich, was ich hier stehlen kann. Stehlen! Stopp! Da-da-da-da-dam! So, schau mal. Snake, guten Stil. Das probiere ich jetzt ein paar Mal. Mal schauen, ob was rauskommt. Snake! Guten Stil. Ah, ich hasse das. Aber wenn ich nicht so unnötig ist, ein bisschen heilen hier noch. Und Attacke! Whoops! Was heißt mit der Stehlenwahrscheinlichkeit? Das hätten sie ja ein bisschen besser machen können, aber okay. Lass ich mal durchgehen. Rev! Autsch! Und Bio! Der ist wieder raus aus dem Stopp. Ja, der ist wieder raus. Manche Gegner sind länger drin, manche Gegner kürzer. Und er ist sehr kurz drin. Muss schon sagen. Tja. Ich hätte lieber das Item gestohlen. Ein Whitefang braucht man nicht. Ist sowas wie Eisgar. Beziehungsweise ist es Eisgar. Und ein Zombie-Sauro. Soweit ich weiß, ist der untot. Schauen wir mal. Kur 3 auf ihn. Map. 1. Toll. Okay, er hat eine Holy-Schwäche. Holy. Aber leider kann es die Rosa noch nicht. Ich hoffe, sie lernt es bald mal. Holy. Merke ich, weil Sessel sein Schwert ja auch Element-Holy hat. Bam. Oh, kein macht auch gut Schaden. Besonders wenn er springt. 3000 Fangspunkte für diesen Loop. Da da da, ba, da da da. Musik ist geil. Okay, was ist. Eigentlich wollte ich sagen, was ist da drin, aber dann kam ein Gegner mit X-Potion. Kann ich noch gebrauchen. Aber zuerst mal hier wieder mit High-Potions heilen. Passt. Ich muss nämlich Rosa ihre MP ein bisschen auslasten. Sie hat nur noch 84 und das ist nicht viel. Luna Underground 4. Hier ist gleich mal eine Kiste mit Monster drinnen. Ne Monster-Kiste. Oh, ein Behemoth. Moment, Moment, Moment. Die Taktik kennen wir schon. Die allseits bekannte Blink-Taktik. Blink bis zum Umfallen. Und jetzt Attacke. Machen wir mal Bio auf den, soweit ich weiß, hat der Schutz davor. Fight. Ein Schaden, ja. Schutz. Aber nicht Schutz vor den Schaden über Zeit. Blink! Auf Sessel wieder. Ah, das Blink ist schnell weg. Autsch. Klar, immer wenn du angreifst, dann countert er. Das ist klar, dass er schnell weg ist. So, was könnte der für eine Schwäche haben? Puh, weiß ich gar nicht. Eis 3. Jump! Spring hoch!
Was kam von den Stelen? Snake? Mal probieren. Autsch. Der hat auch Eisschutz, also der ist schon ein bisschen krass drauf. Blink auf Rosa! Attacke! Blink! 3000 Schaden fast. Wow. Okay, gestohlen habe ich nichts. Schade. Muss gleich wieder Blink drauf machen. Probieren wir mal Erdbeben! Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben! Bams! Auch nur ein Schaden, okay. Ich glaube, Magie ist hier ein bisschen schwach drauf. Blink, auf Sessel wieder. Bam. Oh, sollte mal wieder bald da sein, das Blink, weil das ist ganz schön viel Schaden. Danke. Danke, liebe Rosa, vielen, vielen Dank. 11.000 Fangpunkte, Sessel and Level Up. Und ich bekomme die Sternenroute. Die ist geil, die ist sehr geil. Besser als die Fairy World auf jeden Fall. Erhöht die Magie noch mehr. Bevor ich hier mit Kur 3 komme, schnell noch mit High Potions reinhauen hier. Hau mal ein paar High Potions rein. Das war's. So. Behemoths sind einfache Gegner, wenn man weiß, wie man sie besiegt. Ist klar. Was ist hier unten? In den fünften Stock, da rechts drüben, ist etwas. Sieht aus wie ein... Wenn man genau hinschaut... Ein Schwert, glaube ich, soll das darstellen. Ich habe ganz vergessen, dass es einen Gegner gibt mit... wie heißt das nochmal? Death Sentence. Und der ist krass, Leute. In 10 Sekunden, wenn ihr nicht aufpasst, ist ein Charakter tot. Ja, da ist schon krass drauf. Ja, schön heilen hier. Puh, Sessel braucht auch sehr viele Heil Potions. So, hier ist eine Kiste, die will ich auch haben. Will alles haben, da drüben ist auch eine Kiste. Und eine Monsterkiste wieder mal. Eine Monsterkiste. Oh, nee, nicht ihr zwei. Nicht ihr zwei. Oh, meine Güte, das wollte ich schnell slow machen. Weil die sind krass drauf. Rührt ihre MP sind gerade ein bisschen aus, also... Ja, nicht so gut. Slow! Langsam mit ihr zwei Drachen. Die sind zwar kein Spaß, die zwei. So. Snowstorm! Das macht sehr viel Schaden. Ein Pech hat auf alle. Osmose auf Cecil, bitte. So. MP abziehen, MP abziehen, MP abziehen, MP abziehen, MP abziehen. Dauert sehr lange halt, das ist der Nachteil. Hi, Potions an Cecil, danke. Und Osmose, gib mir ein P-Sessel! 218. Einfach mal so. Image! Und die hauen auch sehr rein, also da muss ich aufpassen hier. Huiuiui. Image! Bing! Danke! Blink auf Sessel! Und jetzt hau rein mit Quake! Quake! Erdbeben, Erdbeben! Zeig mir ein Erdbeben! Wow! Schneesturm! Autsch. Ich sollte das jetzt mal heilen. Also Erdbeben dauert jetzt ganz schön lange. Oder kommt das in eine Animation? Wow, Schaden! Kur 3 an Sessel bitte. Nur an Sessel. Es bringt sich nichts hier sonst. Ja, immer schön nichts angreifen. Tod. Und nochmal Erdbeben! Diese zwei Drachen haben nebenbei Feuer... Eis und ich glaube auch Blitz. Nicht nur Immunität, sondern sie absorbieren den Schaden. Also da musst du aufpassen. Aufpassen auf die Drachen hier. Oh, die halten auch sehr viel aus. Ich würde sagen, Freya! Bitte eine Runde. Freya! Whoops! Hatray. Ja, das ist sein Spezialangriff und der ist nicht ohne. Du heilige Rosa Level Up! Und er lehrt Holy! Yeah! Und bekomme ein Kristallschild! Besser als das Genji-Schild, soweit ich mich erinnern kann. Schauen wir mal rein. Kristall. Jo, auf jeden Fall besser. So, und ich sollte jetzt mal ein bisschen hier nicht mehr so chillen, weil die Gegner, die waren krass. Die waren ja lustig. Edge Ninja auch noch ein paar High Potions reingezogen. Ein Trockenätter für Rosa. So. Das reicht für eine kurze Zeit.
Puh, harte Gegner, harte Gegner. Achso, der Gesang. Der Gegner, meinte ich, Leute, fein. Der hat Todesurteil oder auch Death Sentence. In 10 Sekunden ist der Charakter tot. Okay, nicht Sekunden, oder? Es kommt drauf an, ob eine Animation läuft oder nicht. So. Dann läuft die Zeit nämlich schneller. Bolt 3! Wenn er nochmal Death Sentence auf dem gleichen Charakter macht, dann fängt die Zahl wieder von 10 an. Also wenn man Luck hat, dann kann das schon mal Luck sein. Holy! Holy, holy, holy! Zeig mir Holy Boly! Death Sentence auf keinen. Ja, da können wir springen. Dann dauert das länger. Sehr viel länger. Jump! 3! Aphorosia! Und Holy! Miau, bam! 6000 Schaden. Und 6666 Erfahrungspunkte. So viele Sechsers kann nicht gesund sein. Das soll meine Anspielung sein auf die Teufel. Okay. Holy, bitte nach weiter oben. Ich brauche die Magie nämlich sehr oft noch. Bam! Holy ist geil. So richtig geil, aber kostet 46 MP. Ja, nicht billig. Und hier geht's weiter. Eine Kiste mit einem Verteidigungsring. Den gibt man am besten Rydia. Dum. Bam! Sieht man schon, mehr Verteidigung und auch mehr Magieverteidigung. Und Rydia braucht das sowieso, also gebt es ihr auf jeden Fall. Nur ein Tipp von mir. So, hier gibt es zwei Wege, soweit ich mich erinnern kann. Das war einer davon. Schauen wir mal. Und hier ist eine Kiste, soweit ich weiß. Ja, halb richtig. Und auch der Weg weiter. Also, hier ist, was unten ist. Hier ist die Kiste mit Monster schon wieder. Wow, Monsterkiste. Oh nee, nicht schon wieder ihr, ey. Boah, was habe ich angestellt, Leute? Was habe ich angestellt? Slow 4. Das ist nicht slow auf alle, meine ich. Slow. So. Jetzt Attacke. Autsch. Da muss man aufpassen, die sind stark. Bio auf den oberen. Wenn es geht, dann Kur 4, obwohl die MP sind fast leer. Das ist ein bisschen schlecht. Dann gebe ich mal einen Trockenäther direkt an Rosa. Bio! 2000 Schaden. So, danke. Moment. Muss wieder rausgehen und wieder reingehen, damit er das annimmt. Kur 4! Kur 4! Kuraja heißt das auch später. Hui. In Remake. Kuraja geschrieben mit einem J. Das ist mal ein geiler Name. Autsch, 1000 Schaden. 1000. Quake! Zeig mir, was ihr drauf habt! Ihr Drachen, Kur 3 bitte auf Edge. Ja, lieber heilen als wie Holy, sage ich nur. Autsch und tot. Tja, das war zu viel des Guten. Und Headray! Autsch. Wenn es das öfters macht, bin ich tot. Das ist Tatsache. Life an Edge, bitte sehr. Lebe! Boah, diese roten Drachen sind ja kein Zuckerschlecken mehr hier. Hier ist eine richtige Party! Autsch. Kör 4! Komm, wer schon hin? Wer schon hin, du Drache? Bier! Danke für Kur 4. Headway, au! Wann? Mach das nochmal zweimal, bin ich tot. Zack! Tot! 6000 Gil, Rüdiger, Level Up! Und ich bekomme Kristallhandschuhe. Na, dreimal dürfte Rad verwendet sein. Nein, nicht für Rüdiger, sondern für Cecil. Es wäre mal wieder Zeit für einen Speicherpunkt, meint ihr nicht auch? Langsam aber sicher. Aber die Gegner sind hier einfach. Puh, hart. Ist klar, es ist das Finale. Das große Finale! Finale! Groß, groß! Ja, groß ist es, ja! Dam, dam. So. Danke fürs Heilen. Na. Jetzt will ich aber wissen, was in der Kiste da oben ist, ja? Bevor ich da weitergehe. Beziehungsweise. Moment. Ja, hier geht's auf jeden Fall mal dahin. Ah ja, zu der Kiste.
Zu der Kiste, ich verwechsel den Weg so gerne. Ultra Ines. Monster! Was eine Überraschung! Und wieder mal ein Behemoth, ihr wisst, was es heißt. La da di 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 di. Immer die gleiche Taktik. Auf Dauer könnte das langweilig sein. Bam. Gib mir 138 MP, aber sofort. Autsch. Oh, kein bekommt gar nicht mehr so viel Schaden. 700 nur. Das ist nicht viel. Nebenbei, der Behemoth hat auch Holy-Schutz, ist klar. Am besten nur physisch angreifen, wenn es geht. Au! 1000 an Sessel! Da sieht man mal einen Unterschied zwischen Kain und Sessel. Kain bekommt nicht so viel rein. Es reimt sich. Q3 an Sessel bitte. Und Jump! Jump Tiger! Moment. Probier mal Break. Probieren geht über Studieren. Break! Okay. Hätte ja funktionieren können. 11.000 Erfahrungspunkte und eine Kristallrüstung. Na, wenn man die nicht holt, ist man selber schuld. Eine Kristall. Und ich glaube jetzt, dass Edge die Genji-Rüstung anlegen kann, oder? Ja, er kann. Aber sie ist schlechter. Sie ist schlechter als wie das, was er jetzt schon hat. Hallo. Findet den Fehler. Ich sag dir mal, Genji ist eine gute Ausrüstung. Dabei ist sie gar nicht so gut. Okay. Einer der drei Besten im Spiel. So, jetzt will ich aber wissen, was in der Kiste da drin ist, was ich vorhin verpasst habe. So. Eine weiße Robbe, die ist für Rosa. Ob sie besser ist wie Minerva? Ne, ist sogar schlechter, schaut an. Minerva ist halt eine, was sehr selten gedroppt wird. Schau mal, Rosa, Rieger kann sie nicht ausrüsten, ist klar. Oh, Schwarzgold ist sogar besser für sie, schaut an, schaut an. Man lernt nie aus, man lernt nie aus. Eine magische Verteidigung braucht Rüdiger eh nicht, wenn dann physische. So, und hier unten gibt es noch weitere Kisten. Wie ich da links hinüberkomme, zeige ich euch natürlich auch. Und hier ist eine Monsterkiste schon wieder mal. Ah, Moment, Silence auf den hinteren. Dann habe ich gegen den Zombie-Saurius, oder wie der heißt, keine Probleme mehr. Keine Probleme mehr! 4000 Schaden! Quake bringt nicht so viel. Quake, stopp! Genau, stopp! Halt an, du! Zombie Saurier. Osmose bringt nichts, du bist Sturm. Haha. Gearscht, würde ich mal sagen. Stopp! Oh, funktioniert sogar. Ich dachte, der hat Schutz davor. Weil es ja zu lange gedauert hat. Egal, der ist eh tot. Train bringt nichts. Du hast keine MP mehr. Gib auf. Gib auf. Gib auf, solange du kannst. Naja, halt lieber physisch zu. Bio! Tod. 6000 Erfahrungspunkte und ein Kristallhemd, das da was mir noch fehlt. Das ist der Rest und das habe ich jetzt die beste Ausrüstung. Okay, die zweitbeste. Es gibt eine bessere. Allerdings die zu holen ist ein bisschen krank. Das werde ich nicht machen, weil das mir zu krank ist. Das dauert ewig nämlich. So. Nochmal an. Kein Heilen. Puh, man sieht schon, ich habe bald keine MP mehr. Das könnte problematisch werden. Ich hoffe, es kommt mal ein Speicherpunkt bei den halben Stunden-Part. Das hier knallhart. Hier ist eine Kiste drin. Hui! Mit einem Red Fang. Hat das gleiche Effekt wie Feuer. Oder Feuer 3. Ah, hier bin ich schon. Sessel Level Up wegen einem blauen Drachen. Okay, das ist die linke Kiste. Artemis Bogen. Bogen.
Wenn die Rose schon fast keine MP mehr hat, dann rüste ich mal den Bogen aus. Yoshi-Bogen, Artemis-Bogen. Bam! 97 Angriff. Viel. So viele Gegner. Was ist hier drin? Höllenwind Schuriken! Yeah! Schauen wir mal zuerst hier links. Eine Kiste. Und etwas, was ich hasse. Probiert mal hier etwas aus, Leute. Nämlich etwas Lustiges. Etwas, was ich erst beim dritten Mal spielen herausgefunden habe. Dass es hier einen Geheimweg gibt. What the hell? Den findet man wirklich sehr spät. Also beim ersten Mal spielen habe ich den nicht gefunden, weil es einfach krass ist. Dann geht's hier hinauf. Yeah! Sechster Stock. Und jetzt komme ich zu den ganzen Kisten hier. Ein goldener Apfel. Der ist für... Na, dreimal dürft ihr raten. Ah, da ist er ja. 100 HP extra für... Ich könnte es auch keinen geben. Ach, für Rüdiger. Sie hat eh so wenig HP. Da fällt das auch nicht mehr auf. So, okay, hier oben ist nix. Schauen wir mal weiter. Was wird uns erwarten hier bei diesem geheimsten Geheimweg im geheimsten Dungeon? Also, ich habe das wirklich sehr spät gefunden erst. Hui! Darum mag ich das jetzt auch nicht mehr so. Egal. Es ist trotzdem geil. Und hier, Monster in der Kiste mal wieder! Yeah, okay, du schon wieder. Ja, ich hab mal kurzerhand, Edge einen Trockenäther reingehauen. Cover, kein. Nicht Rüdiger. Jump! Und du magst, ja, keine Ahnung. Das könnte ich mal probieren. Tod! Wird wohl nicht eher funktionieren, aber schauen wir mal. Probieren, gleich studieren. Stirb, du Behemoth, stirb! Gebet funktioniert noch immer. Ich habe vorhin die Artemis-Bogen ausprobiert, die macht massig Schaden. Ja, und Tod funktioniert nicht. Schade! Schade, schade, schade! Habe ich noch einen... Moment. Ah, Red Fang, hauen wir mal einen Red Fang ein. Brauche ich eh nicht. Red Fang! Wow! Dann gibt's auch den White Fang. Ja bitte, hau mal rein. White Fang! Gleicher Effekt wie Eis. Gar. Eis 3. Ah, der Behemoth haut jetzt rein, weil ich fast keinen MP mehr habe. Oh yeah, das wird jetzt reinhauen. Beziehungsweise, das wird jetzt wehtun. Autsch. Was könnte ich machen noch? Aim! Du machst Stopp, bringt nix. Das war ich auch so. Summon. Chocobo! Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Phoenix-Feder an Cecil. Autsch, ein Schaden. Toll. Ein Schaden. Aim. Aim. Fire! Bam! 1000 Schaden. Tod. Zum Glück. Hui! 11.000 Punkte, Edge, Level Up! Und ein weiterer Verteidigungsring, der für Rosa ist! Es gibt nur, soweit ich weiß, zwei Verteidigungsringe. Das war der zweite. Jetzt will ich aus dem Speicherpunkt, ja! Weil jetzt ist mir schon so krass! Boah, da ist er ja endlich! Endlich ins Cottage rein! Und sagen dürfen, im nächsten Part geht die Party ab! Noch mehr wie hier. Weil hier habe ich jetzt sehr viele Schätze geholt in dem Part. Whee! Schätze am Mond. Aber hier mal speichern bitte. Ich habe jetzt eine ganze Dreiviertelstunde nicht gespeichert. Na, das war lustig. Okay, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, Leute. Im nächsten Part hole ich mir etwas Süßes. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!